und herzlich willkommen in der Hundezucht im alten Jagdhaus. Vor kurzem habe ich ein Foto gepostet mit der Transformation einer Socke zu einem Hundepulli. Und zwar mit meinem süßen, wie den ihr alle kennt, Winnie Pooh Wutz, dem kleinsten Bolonka der Welt. Im Augenblick jedenfalls. Das war der Papa übrigens. Kleiner Muck. Komm her, Schatz. Dieser Hundepulli, der Sockenpulli, hat so einen Anklang gefunden bei euch, dass ich euch heute mal zeigen möchte, wie man innerhalb von ein paar Minuten selbstständig einen Hundesockenpulli macht. Perfekt für jeden Bolonka-Welpen und heranwachsenden Bolonka-Junghund, die ja oftmals so klein sind, dass man für die Größe dieser süßen Kleinen alles findet, nur keine Hundekleidung. Und die machen wir heute selber. Den Kleinen habe ich jetzt erstmal wieder ausgezogen, damit wir ihm jetzt nochmal einen neuen Pulli machen können. Für die älteren Bolonkas natürlich gibt es auch ganz süße Hundepullis, ganz einfach zu kaufen, wenn ihr die nicht selbst machen wollt. Ein tolles Beispiel dafür ist meine süße Lieselotte, die gerade in der Sonne liegt und uns zuhört. Das ist ein ganz einfacher Hundepulli, den ich bei irgendeinem Discounter mal gefunden habe und mitgenommen habe und der hier heiß geliebt wird im alten Jagdhaus von all meinen Süßen, die ja doch dazu neigen, hier und da doch mal etwas zu frösteln. Genau wie mein super süßer, auch unser süßer kleiner Winnie Wutz, der kleine Schatz, mein Engelchen, dem wir heute einen neuen Pulli machen. So, ich habe dazu drei Socken rausgesucht. Eine Ringelsocke. Ich habe leider tatsächlich von dieser Socke die zweite nicht, deswegen, das war eine aussortierte Socke. Die zweite ist im Socken-Nirvana verschwunden. Ideal finde ich, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, Socken, die so ein kleines Bündchen haben. Das ist wie so ein kleiner Halskragen. Ja? Und das Ideale bei den Socken ist nämlich, im Grunde genommen sind die genauso, haben die genauso eine Form, wie man sie braucht für einen Hundemantel. Ich halte die mal an, die Socke. Wenn das die Halskrause ist und man das über den Rücken legt, dann hat man hier hinten durch den Hacken genau diese Wölbung, die man hinten braucht für einen Pulli. So. Und eine zweite Socke, da wird meine liebe Freundin Bettina Wild jetzt wahrscheinlich Tränen in den Augen haben. Die hat mir nämlich liebevollerweise letztes Weihnachten selbst gestrickte Socken geschickt. Das ist eine davon. Die werden wir heute nicht zerschneiden. Nicht so ideal, glaube ich, sind Socken, die so einen langen Schaft gestrickt haben. Die müsste man dann theoretischerweise, also kann man natürlich auch machen, ist ja ganz einfach, die krempelt man dann eben einmal um, hier so. Ne? Ich meine, gehen würde es auch, ne? So eine schöne Socke. So, und ihr seht im Grunde genommen, dass sich das von ganz alleine ergibt, dass man dann, genau wie der Hacken gestrickt ist, dass man einmal schräg einfach schneidet. Da, wo ja die Hacke ist. So, das machen wir auch gleich mal. Wir machen den Wutz heute einen Ringelpulli. So, und eine dritte Wollsocke habe ich geholt. Das ist wirklich so eine große Wintersocke, die ich habe, die ich auch mal überziehen kann. Die ist so groß, die Socke, die ist für den Wutz zu groß. Der Wutz ist zu klein für die Socke, Schatz. Ne? Die ist viel zu groß, die Socke. Die wollen wir nicht anziehen, die Socke. Wir wollen die Ringelsocke, wollen wir jetzt anziehen. So. Da ist der Hacken auch schon nicht mehr neu, wie man sieht. Und ich mache das jetzt mal ganz genau so, dass ich einfach genau da, wo die Naht ist, genau da in der Mitte, einfach einmal schneide. So. Noch ein bisschen von der Rundung hier mitnehme. Mehr abschneiden kann man immer noch. Randschneiden ist immer etwas schwieriger. Und schneide die einfach pro forma hier mal ab. So, damit hat man ja praktisch schon mal eine wunderschöne Form. Dann nehme ich die einmal längs auseinander, damit ich also hier hinten das lange Teil habe, damit ich weiß, wo ich die Löcher für die Beinchen machen soll. Das ist jetzt also oben. Die Beinchen sind demnach
unten. Und da schaue ich einfach, wie weit die Beinchen auseinander sind. Und bei dem kleinen Wutz sind es, naja, zwischen 2 und 3 Fingern hier vorne. So, braucht man gar kein Zentimetermaß. Das heißt, hier ist die Mitte, wie ihr seht. Und wenn der Hacken noch ein bisschen funktionstüchtiger wäre, dann wäre hier auch noch ein bisschen mehr Substanz. Und jetzt gucke ich einfach, 2,5 Finger so mittig gesetzt. Das heißt, ich mache hier und hier ein Loch für die Beinchen rein. Einmal hier und einmal hier. So. Und das mache ich ganz einfach, indem ich ganz brutal, bei den großen Wollsocken ist es natürlich einfach, mit der Schere da durchgehe. Ach, Schatzelein, Mäuschen. Mit der Schere da durchgehe. So. Und erstmal ein Loch da rein mache hier. So, kleines Löchlein, wo sind wir gelandet? Hier, 2, 3, zweites Löchlein. Ne, immer, ich gucke immer, wo die Mitte ist. Das heißt immer, ich habe es bis jetzt eine einzige Sockenstrumpfmantel, habe ich gemacht. So, ne Schätzchen, für dich ein Ringelpulli machen wir für dich jetzt. Ne? Ja, so. Und selbstverständlich mache ich das jetzt nicht so klein, der ist ja ziemlich eng gestrickt. Bei solchen Socken wie dem hier, der so grob gestrickt ist, oder bei dem, da bin ich einfach mit der Schere einmal durchgegangen und habe zwei Fäden durchtrennt. Und ich habe auch mein Nähzeug dabei. Ich zeige euch dann im Anschluss mal, wie ihr das einfach einmal umnähen könnt, damit sich das am Ende nicht vollkommen aufribbelt. Aber für Welpen tatsächlich ist es ja auch so, die wachsen da ja auch ganz schnell raus. Das heißt, ja, diese beängstigende Tätchen, ne? Wenn Frauchen da was schneidet. Willst du in dein Bettchen gehen? So, sein Bettchen habe ich ihm hingestellt. Eine reizende Kundin hat mir unfassbarerweise zu Weihnachten ein ganz süßes Bettchen für den Wutz geschickt. Und es liebt er heiß und innig. Wutz schläft nur noch in dem Bettchen. So, und im Grunde genommen, ich habe wirklich nur einmal kurz einen kleinen Schnitt gemacht und schon sind die Beinchen da. So, ich mache das hier nochmal. Einen kleinen Schnitt. Zack. Das reicht im Grunde genommen, weil das ist ja dehnbar. Zack, sind die Beinchen da. Und die sind auch ganz locker. Also die sitzen hier oben, müsst ihr gucken, auch gar nicht fest. Ne, wenn ihr da mit dem Finger durchgeht, dass die schön angenehm sitzen, da nicht die Blutzufuhr irgendwie abdrücken. Ne? Ganz locker sein. Notfalls schneidet er noch mal ein kleines, macht den kleinen Schnitt noch hinterher. So, bei Wollsocken wirklich sehr sparsam schneiden, weil die sich sofort weiter aufribbeln. Wie gesagt, bei der grauen, wo ich das gepostet hatte, das Bild, da habe ich hier lediglich 2 kleine Fäden durchgeschnitten. Guckt euch das mal an. Ja. So groß werden die Löcher dann ganz schnell in den Wollsocken. Jeder, der näht und jeder, der strickt, wird natürlich sagen, ja selbstverständlich, das kann man sich auch denken. Ich konnte es mir nicht denken. Mein geliebter kleiner Wutz, wollen wir mal eine Anprobe machen? Jetzt haben wir an unserem süßen kleinen Wutz den Pulli angezogen. Ja, setz dich mal hin, Schätzelein. Ach, mein Kleiner. Am Hals ist es wirklich so gut locker, dass es hier an der Schilddrüse ist. Geht da wirklich nicht ran. Ja, also er sitzt an der Pulli bei dem Kleinen, ne? Aber es ist nicht so, dass der ihn jetzt hier abschnürt. Futzlein, guck mal in die Kamera, Schätzchen. Guck mal in die Kamera, mein kleiner Hase. Ja, der genießt auch die Sonne hier draußen ein bisschen. So, und jetzt passen wir den nämlich noch an. Einmal hinten am Geschlecht. Das macht natürlich Sinn. Bei den Mädchen könnte man den Pulli jetzt glatt genauso lassen, wie er ist. Bei den Jungs aber, da kann man direkt, wenn der da jetzt dran ist, natürlich vorsichtig, ne, und damit man da nicht irgendwie alle Haare auch abschneidet, einfach mit der Schere da lang gehen und vorne bei dem Pulli einfach noch mal ein kleines bisschen wegnehmen. Den ein kleines bisschen rund schneiden hier vorne.
so. Ja, mein kleiner Schatzmäuschen. So. Von der anderen Seite ganz genau das gleiche. Und ich nehme einfach diese Rundung hier mit, sozusagen vom Haken. Gehe hier runter. Und gehe nach hier vorne, hier unten, so ein bisschen spitz zu. Damit der Kleine sich nicht beschmutzt von alleine. Schaut mal hier. So, und jetzt ist der kleine Süße unten. Oh, Häuselein. Jetzt hat der kleine Süße da unten auch Platz, beschmutzt sich nicht und hat einen wunderschönen kleinen Pulli an. Und jetzt zeige ich euch, wenn ihr nicht alle 3 Wochen einen neuen Pulli machen wollt, wenn eure Welpen da nicht so schnell rauswachsen, könnt ihr ganz einfach, und das zeige ich euch jetzt mal, die Ecken, ja, mein kleiner Schatz, keine Angst, Mäuschen, ja, das Fräuchen und Nietz auf der Beine, könnt ihr einfach, genau, geh mal in dein Bildchen rein, super, einfach die Enden nochmal umnähen. So, dann nehmen wir braun. So. Und ich bin jetzt keine Nähspezialistin, wie wahrscheinlich alle feststellen jetzt innerhalb der nächsten 60 Sekunden. Ihr könnt natürlich selbstverständlich und jeder, der auch nur ein bisschen begabter ist als ich im Nähen, ich mache das eigentlich so gut wie nie und habe da auch gar keine Erfahrung und es ist jetzt auch gar nicht so meine Leidenschaft, kann sich hier natürlich die schönsten Sachen ausdenken, ne, mit einer ganz einfachen Socke als Vorlage. Aber für jeden, der da auch nicht so drin ist im Nähen, sage ich mal, ihr seht, was ich jetzt mache ist, ich nähe einfach einmal nur hier rum, dass es eben für ein paar Wochen hält. Im Normalfall sind die Hunde bzw. die Welpen ja jetzt nicht so winzig wie der Wutz und bleiben also für immer so winzig, sondern wachsen relativ schnell aus ihren Sockenpullis raus. Das heißt, wahrscheinlich müsst ihr euch die Mühe auch gar nicht unbedingt machen, hier irgendwelche Enden umzunähen. Ich mache das jetzt mal, nur dass ihr mal seht, wie ihr die ganze Sache auf eine ganz simple und einfache Art und Weise davor bewahren könnt, dass sich das gleich in Wohlgefallen auflöst, eure tolle Eigenkreation hier aus einer ganz simplen Socke. Aber jeder, wie gesagt, ich wiederhole mich, der ein bisschen Erfahrung hat mit dem Nähen, der wird es natürlich viel, viel besser und wahrscheinlich nochmal ganz anders professionell machen. Ein bisschen die Enden überstehen lassen, dass man die dann richtig umknicken kann und dass man die dann richtig professionell einmal rumnäht. Aber wie gesagt, für jeden, der einfach bei sich zu Hause mal kurz abends vorm Fernseher seinem kleinen Welpen einen Pulli machen möchte, dafür ist das eine ideale Methode, ohne viel Aufwand. Und ihr könnt es umnähen, auch da wiederhole ich mich, wenn ihr möchtet, auch schlicht weglassen. Und wenn sich die Socke aufgelöst hat, macht ihr immer eine neue Socke. Möglicherweise ist der Kleine dann zu dem Zeitpunkt, wenn sich die Socke auflöst, ohnehin schon daraus gewachsen. Aus dem Sockenpulli. So einfach geht das. Da wären wir einmal fertig. Ich habe das hinten jetzt einmal umgenäht. Da könnt ihr mal gucken, das ist halt ganz simpel und ganz einfach. Einfach einmal hinten rumgenäht, dass sich das nicht auflöst. Und genau das Gleiche, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber genau das Gleiche könnt ihr natürlich bei den Beinchen, die ihr da einmal die Löcher reingeschnitten habt, auch machen. Denn ribbeln die sich auch nicht weiter auf. Und wenn ihr das macht, das tatsächlich, die Socke ist also an der Grenze, also enger dürfte sie es tatsächlich auch nicht mehr sein. Also es ist ja so, ne, nein, die sitzt gut so. Ne, eine Nummer größer könnte sie sein, naja, eine halbe. Ne, mein kleiner Schatz. So, mein süßes Herzchen, ne. Aber der Wutz, der friert ja immer so leicht und Wollpullis, die halten ja so wunderbar warm. Und mein kleiner Schatz. Deinen eigenen Pulli jetzt, ne? Mein süßer Wutz, mein kleiner. Ne? Unser kleiner süßer Wutz. So, und jetzt hat er einen zweiten Pulli schon, hat er einen Ringelpulli. Ja, und wenn ihr die Enden dann umnäht und hinten das umnäht, ja, dann steht ihm auch nichts im Wege, dass der auch ein bisschen länger hält. Macht ihn ein bisschen
bisschen luftiger, wenn ihr wollt. Wenn es kalt ist und windig ist, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn er ein bisschen enger ist. Mein Schatz, ne? Und auf diese Art und Weise könnt ihr also innerhalb von einem Abend ganz schnell euch einen kleinen Hundesockenpulli machen. Mein Schatz. Und das war heute, wie wird die Socke zum Pulli? Und damit sende ich wie immer die liebste Grüße aus dem alten Jagdhaus. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann verpasst ihr die neuesten Videos nicht. Im Moment bin ich ja wieder sehr aktiv. Und wenn ihr Themen habt, die ihr gerne möchtet, dass ich die bespreche oder zu denen ich euch irgendwas sage, schreibt mir das unten in die Kommentare rein. Gebt mir ein Like, darüber würde ich mich sehr freuen. Und ich wünsche euch viel Freude bei euren ersten Sockenpullis.